Moin. Wissen die anderen zumindest, wo das liegt? Möchtest du kommen? Wo ist das? Erzähl. Hast du auch Breiten und Längen gerade? Okay, also es ist sehr hoch im Norden. Ich habe euch auch gleich zwei Werke von da mitgebracht. Ich starte mit einem kurzen Liebesgedicht. Passt auf, damit ihr es mitbekommt. Die Straßen sind nass, der Regen vorbei, die Luft sauber. Mit diesem Geruch nach Erde atmest aus, ich fühle mich frei. Der Himmel ist klar, denn der Mond erhält die Sterne. Nebel liegt auf den Straßen, erleuchtet vom Blitzlicht, Stroboskop bläst den Rauch aus. Schwerelose Wolken, die stillige Wind, denn der Donner ist tot, dein Schulterblick. Zur Dunkelheit im Raum, der Blinker blinkt, Bremslichter erlischen, ein leises Knistern. Der Wassertropfen im Baum, während Scheibenwischer Scheiben wischen hinten. Fällt die Kippe auf den Asphalt, Glut zerberstet, du sagst, wir werden niemals alt, ich frag, ob dir Ewigkeit das wirklich wert ist, die Sitzheizung brennt. Wind weht dir Aufbruch, Stimmung ins Gesicht, siehst die Zeit, wie sie an uns vorbeirennt, doch die Nacht wird enden, ob man will oder nicht, die Bässe werden unterbrochen vom Regen, Blitze spiegeln sich in deinen Augen, aber wir fahren dem Gewitter entgegen. Dankeschön. Das habe ich jetzt aber auch letztes Jahr geschrieben. Mittlerweile hat sich der Beziehungsstatus geändert. Haben einen neuen Text geschrieben. Trägt einen nicht jugendfreien Titel. Geht so. Ey du fühlst dich falsch an. So richtig verkehrt, als hätte deine Mutter in der Schwangerschaft besoffen gekifft. Du bist wie diese Seife in Schnittwunden. Wie morgendlicher Frost auf Autoscheiben. Unglaublich schön anzusehen. Zeitlich aber echt kacke. Du bist wie diese 10-Jährige mit einem Smartphone und Beziehungsproblemen. Du bist wie dieser Nieselregen, der einem morgens beim Sprint zur Bushalte ins Gesicht weht. Und wie diese Straßenbahn, die dieses Mal lieber 2 Minuten zu früh kam. Du bist wie so eine Nachricht auf Facebook, die man lieber nicht anklickt, damit sie ungelesen bleibt und man nicht antworten muss. Du versetzt mich in Panik. Wie diese Erinnerung, dass man vor 90 Minuten eine Pizza in den Ofen geschoben hatte. Wie dieses hilflose Gefühl, während das Smartphone ganz langsam auf den Boden zufliegt, um sich mit ihm zu vereinen. Und danach bist du anwesend in dieser Unsicherheit, ob man sich das Display jetzt wirklich noch angucken möchte. Du bist wie dieser Verwesungsgeruch in Krankenhäusern. Das Geräusch im Behandlungszimmer beim Zahnarzt wie Rechtschreibfehler, die man erst bemerkt, wenn man die Hausarbeit schon längst abgegeben hat. Du bist wie diese Plastikverpackung von Elektrogeräten, wie Werbepausen mitten im Film. Du bist einfach ein Mensch, der sein Klopapier zur Wand hin abrollt. Das Ding ist, ich studiere jetzt seit 2 Wochen und immer wenn ich auf Toilette gehe, hänge ich die Klorolle wieder richtig rum auf. Und nach jeder Vorlesung scheint der Hausmeister durch jede Toilette gegangen zu sein, um das wieder zu ändern. Deine Augen machen bling bling, doch die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Du fühlst dich falsch an, Mann. So richtig verkehrt, als würde man mit rechts masturbieren. Und das ist manchmal ja schon ganz nett. Aber so richtig gut bis zum Ende geht das mit dir eben nicht. Du bist wie ein Til Schweiger-Film. Noch nerviger als verknotete Kopfhörer, eben einfach eklig wie dieser Duschvorhang, der sich als Taucheranzug an dich klebt. Du bist nie erreichbar. Wie offizielle Ämter und diese Kfz-Zulassungsstelle. Und die in der Münster waren, wissen das ja. Und bei uns hat die so von 10.10 Uhr bis 10.20 Uhr geöffnet. Aber auch nur an ungeraden Wochentagen. Und trotzdem penetrierst du mich immer so aggressiv wie Candy Crush-Spieleanfragen. Du bist so beständig wie der Benzinpreis an der Aral-Tankstelle. So entscheidungsfreudig wie Emos bei der Wahl ihrer Klamottenfarbe. Du bist diese Frau, die freitags einfach nie da ist. Du bist wie der Geruch von Kotze, bei dem einem sofort selber schlecht wird. Du bist wie Spotify-Werbung. Und diese Zeit mit dir war wie so eine gute Flasche Rotwein mit Korken. Das hatte echt Stil. War ohne Korkenzieher aber auch ganz schön nutzlos. Du fühlst dich einfach falsch an, Mann. So richtig verkehrt, als hätte man abends vergessen, Zähne zu putzen. Und auch das kann einem nachts besoffen schon mal passieren, aber auf die Dauer wird das halt eklig mit dir. Du bist wie ein transatlantisches Handelsabkommen oder irgendwelche Faschisten, die zu dumm sind, um ganz Deutschland in ihr Logo zu malen. Bei deiner Fresse wird mir klar, warum beim Küssen mehr als 80 Millionen Bakterien übertragen werden.
Und auch sonst bist du eher schlecht für den Durchschnitt. Auf dem Foto in der Küche siehst du aus wie Katja Epstein. Ich möchte nicht mal mehr die gleiche Luft wie du atmen, aber dann Herzschlag. Es braucht nur ein Foto und Herzschlag, eine Melodie und Herzschlag, ein Geruch. Um an alles zu erinnern, was du längst verdrängt hast, denn immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Du warst wie der Bus, der gleichzeitig mit mir an der Haltestelle ankam. Mit deinem WLAN hat sich mein Smartphone automatisch verbunden. In deinem Garten stand ein Birnbaum. Du warst wie WoW vor Patch 2.4.7. Du warst ein Sommer ohne Mücken, warst heller als Ludwig der 14. und hast mich mehr zum Strahlen gebracht als Fukushima das jemals könnte. Du warst meine außerparlamentarische Opposition im Frühling. Du warst eine Nacht in Bangkok. Du warst so perfekt wie die Wahlergebnisse in der DDR. Du warst die Person, der ich nachts besoffen Sprachnachrichten geschickt habe. Und du hast mir zwar nie geantwortet, aber sie dir wenigstens konsequent angehört und mich dann persönlich darauf hingewiesen, dass ich entweder weniger trinken oder weniger reden sollte. Und ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. Ich war der Regen, du das Meer, doch bist du weg. Weg. Hast mich mitgenommen und ich bin wieder allein. Danke.